Hallo und herzlich willkommen zum StarCraft 2 eSports World Cup 2024. Wir sind im nächsten großen Turnier. Wir sind in dem Turnier, das einen neuen Weltmeister krönen wird. Zudem gibt es eine ganze Menge an Preisgeld. Es sind mega starke Spiele unterwegs, die sich jetzt hier in einigen Games Richtung Titel battlen werden. Unser Auftaktmatch, das ist ein TVT mit dem polnischen Terraner in Rot. Der ist beim Team Navi. Es ist Spirit. Und sein Gegner, der ist aus Südkorea. Der ist auch ein sehr bekannter Name. Beim Team Vitality, da haben wir Maru. Also direkt wieder Maru am Start. Einfach weil er das Auftaktmatch des gesamten Turniers hat. Alles ist Minimum Best of 5. Und dann gibt es, glaube ich, sogar noch Best of 7 und sogar ein Best of 9 im Finale, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir sehen, Spirit liegt hier auch schon los mit einer Doppel-Proxy-Rex, die ich hier Maru reindrücken möchte. Auf Oceanborn, unserer allerersten Karte. Ja, tatsächlich ist es so, die beiden treffen aufeinander. Es ist gesiedet, das Ganze. Also der Oberste in den Punkten spielt gegen den Untersten in den Punkten und dann werden die Spieler noch entsprechend in A, B sortiert. Also es ist so, die beiden höchsten Spots, das sind Seville und Maru, wenig überraschend. Seville ist quasi der Führende in Gruppe B, Maru ist der Führende in Gruppe A. Und entsprechend, die treffen dann auf das untere Ende des Brackets. Und in dem Fall Spirit war der, der als letztes Seed noch reingerutscht ist. Für Maru ist der Weg in dieses Turnier ziemlich easy gewesen. Er war Top 4 bei der IEM Katowice in 2024 und hat sich darüber sein Ticket dann gebucht. Für Spirit tatsächlich, er ist ein bisschen nachgerückt. Sein Spot war eigentlich der von MaxPax. Der allerdings wollte nicht für ein Offline-Turnier anreisen. Dann ging dessen Spot an Hero Marine, der höher im Standing war. Und dann ist Spirit quasi nochmal aufgerückt über das Combined Standing. Also Spirit ist da eben gerade so noch mit reingerutscht. Die Frage ist, was kann er jetzt abliefern, vor allem wenn er so ein schweres Losimaru als Auftakt-Match hat. Und ja, auch die Struktur des Turniers ist ein bisschen ein eigenes Thema, ein wilderes Thema. Denn, wie gesagt, es gibt eine Gruppenphase, aber die Gruppenphase wird eigentlich, also jede Gruppe wird als Doppel-Elimination-Bracket ausgespielt. Und daraus ergeben sich dann quasi zwei Spieler, die aus Mindest-Bracket kommen, die sind dann direkt in den Playoffs, in den Top 4. Und diejenigen, die dann im Lowest-Bracket sind, also aus Gruppe A und Gruppe B, die müssen dann nochmal gegeneinander spielen. Und sind dadurch der dritte Spieler für die Playoffs. Und dann den vierten Spieler kriegen wir nochmal über ein eigenes Knockout-Bracket. Da kommen dann nochmal Qualifier-Spieler mit dazu. Und alle, die in der Vorphase, in der Gruppenphase verlieren, droppen in dieses Knockout-Bracket. Und battlen sich da nochmal um den allerletzten Spot für die Top 4. Also es ist ein durchaus interessantes System, durch das wir uns nach und nach durcharbeiten werden. Ich werde, denke ich, nicht komplett alle Serien machen. Aber auf jeden Fall die Auftakt-Matches und dann auf jeden Fall auch alle interessanten Matchups werde ich da zeigen. Man sieht tatsächlich, Spirits Proxy Rex war gar nicht so aggressiv. Er kam nicht wirklich in die Base rein und hält sich da gerade noch einen Schritt zurück. Zudem wurde zu Hause die ganze Zeit von einem SCV belagert. Es ist noch nichts umgefallen auf dieser Karte. Alle Einheiten leben noch. Und man sieht einfach ein bisschen Druck. Die Wall hier oben, Bunker mit hier oben für Marus Defensive. Der hat selber einen Reaper mit am Start, wirft dann die Mine mit rein, hat Marines gebaut für die Defensive im Bunker und versucht eben jetzt hier mit dem Hellion dann auszuhelfen. Das Supply Depot wird er wahrscheinlich nicht halten können, aber er hat noch Supply-Kapazitäten, gerade nicht mehr. Er war gerade so am Limit, aber er baut ein neues Supply Depot mit dazu. Trotzdem nervt es, kann gerade nicht wirklich was bauen. Immer der Kram, den er gebaut hatte, der in Bauschleife war, der wurde noch fertig. Und somit, ja, haben wir noch ein paar Einheiten draußen für den Spieler im Blau. Maru schickt seinen eigenen Repo rüber, aber wie gesagt, Spirit konnte nicht wirklich aggressiv durchbrechen. Geht hinterher aber auf seine eigene Expansion. Währenddessen Marus Expansion kommt in seine Mainbase, also economy-technisch könnte sich Spirit da eventuell Wasser kämpfen. Problem ist jetzt natürlich, dieser Reaper kommt an und Spirit hat absolut keine Gegenwehr. Er hat hier eine Factory im Aufbau, aber das wird ihm wenig helfen. Der Starport im Aufbau wird ja auch wenig helfen. Also es ist einfach kein Unit da, das SCV fällt und die eigenen Reaper von Spirit müssen jetzt nach Hause. Dieser Konter, diese eine Reaper, den Maru zum Konter einsetzt, ist mega, mega erfolgreich. Obwohl sie bereits den zweiten SCV-Kill hat, das Command-Center nochmal einiges ausgebremst. Maru geht danach in seinen eigenen Cyclen für nochmal ein bisschen bessere Feuerpower und belagert hier halt weiterhin, weil einfach die Einheiten fehlen. Die Reaper kommen dann zurück und damit kann man diesen einen Reaper endlich loswerden. Aber wie gesagt, der Schaden ist signifikant. Drittes SCV rausgenommen, Command-Center ausgebremst und auch einen kompletten Scout bekommen. Kommt auch noch mit dazu. Also Maru konnte mit einem Reaper gerade sehr viel bewegen und hat jetzt hier seine eigene Position auf jeden Fall gesichert. Hat es auch ein Medivac mit dabei, kann also sofort weit auf Attack gehen, indem er dann Drop einlädt und schickt dann auch sein eigenes Command Center schon als Orbital Command raus. Das wird gerade erst umgebaut. Also am Ende des Tages, trotz der ganzen Aktion von Spirit, ist Maru derjenige, der da besser wegkommt. Wie man sieht, der Mining-Vorteil über diese Aktion im Army Supply so höher. Der versucht das jetzt von Spirit mit einem Doppel-Cyclone-Drop zu kontern. Und davon, dass man da dann wieder ein bisschen was anrichten kann. Dahinter geht es in einen Raven, Maru geht in einen Viking und bei ihm ebenfalls Einheiten sind unterwegs. Bis in dem Fall ist es der Hellion.
Der Drop kommt dann gleich an, trifft dann aber auf einen Haufen Marines. Das sind die zwei Cyclones drin. Auf Marines müssen sie ein bisschen aufpassen. Und hier warten ebenfalls zwei Cyclones als Abwehrtruppe. Und da kommen dann auch schon Commands in Nummer 3 für den Terran im Blau. Immerhin, Spirit reagiert rechtzeitig, sieht, da ist Defensive, mit der ich mich nicht wirklich anlegen kann. Und damit rudert er erstmal zurück, geht noch auf sein Upgrade für die Ravens, die Interference Matrix, hat einige Reaper auf dem Feld. Da sieht er auch den einen Hellion, der sieht, dass die dritte Basis hier gebaut wird. Aber im Alleingang gegen drei Reaper ist ein bisschen zu wenig, entsprechend der Rückzug. Und hier der Drop für Maru, sein eigener Doppel-Cyclone-Drop wird damit losgeschickt. Noch er geht in die Ravens, also nach einer Frühphase, die es hier am Ende gar nicht so eskaliert hat, wie man es eventuell erwartet, hat sich das jetzt alles eingependelt und beide bauen sich weiter auf Richtung Makro mit der dritten Basis, die für beide Spieler kommt. Und dann Stim, klar Marines, Panzer und Ravens. Das ist die Army-Konstellation, die man im TVT häufig sieht. Der Hellion fuhr nochmal ran und wurde dann prompt zerstört. Command Center wird weiter gebaut und die Werkzeuge der beiden werden stärker. Für Maru, gut, theoretisch könnte noch die Option Mech ziehen, wenn er jetzt auf weitere Factories geht, aber ich gehe nicht davon aus, da kommen auch die weiteren Kasernen. Es gibt Marines, Panzer und Ravens auch auf seiner Seite. Hat natürlich das Viking schon mit dabei, das nervt dann ein bisschen die Ravens von Spirit, wenn es zu einem Fight kommt. Die Reaper von Spirit haben jetzt nicht den krassesten Effekt, können vielleicht mit Minion noch ein bisschen was machen. Beide haben immer noch ihre Cyclones, mit denen sie versuchen was zu tun. Und die Cyclones von Maru, tatsächlich hat er sie direkt wieder zurückgezogen, als es auf den Drop ging. Scannt jetzt einmal auch die Base. Sieht damit aber auch Stim in der Forschung, sieht die Zusatzkaserne, bis er die dort zwei Kasernen gab es ja eh schon von Spirit. Aber er sieht auf jeden Fall, dass sie aktiv genutzt werden. Zwei Ravens hier mit den Panzern und da geht es in die dritte Basis. Das heißt, beide haben eine 3-Basen-Economy. 48 zu 44 Worker. Maru führt da immer noch grundsätzlich im Mining. Ist im Supply Pine ein bisschen vorne. Und ja, sehr vorsichtiges Abtasten jetzt. Also wie gesagt, Best of 5, also man hat auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Map-technisch, wir starten eben auf Oceanborn. Maru hat nämlich Golden Aura und Ghost River rausgebannt. Spirit hat Amphion und Dynasty aus dem Map-Pool rausgenommen. Also verbleiben uns dann noch Alcyon, Post-Youth, Crimson Court und Side-Delta im Map-Pool von den beiden. Da haben wir so ziemlich die vollen Daten. Jetzt sehe ich für Spirit, sein Weg über das Jahr war eben gemischt. Konnte gerade so genügend Punkte sammeln, dass er hier als 16. Spieler quasi mit reinkommt in das ganze Paket der Playoff-Spieler. Und seine beste Platzierung war ein dritter Platz in dem Sommer-EU-Turnier. Ne, nicht im Sommer, im Spring-EU-Turnier, im Frühlings-EU-Turnier. Da hat er Platz 3 belegt. Das war mit seine beste Platzierung. Hatte dann 2023 im Sommer-Turnier dann noch einen Platz 3-4. Also in den Top 4 ist er da gelandet, auch in die EU. Da kamen so seine meisten Punkte her. War aber auch immer wieder auf Turnieren präsent und hat da einfach mehrfach Punkte gesammelt. Und mein, über Maru müssen wir da gar nicht groß reden. Der war überall oben vertreten. Das ist aber bei ihm auch wahrlich nichts Neues, dass der in Turnieren absandt. Da einiges, was damit dazugekommen ist. Eben Top 4 in der IM, bisschen zweiter in der IM Katowice, zweiter in den ESL Masters Spring. Hat dann auch wieder eine GSL gewonnen in 2024, hat eine GSL gewonnen in 2023. Er hat einfach endlos viele GSL-Siege. Das ist bei ihm einfach Standard inzwischen. Also er hat, wie gesagt, die zweitmeisten Punkte gesammelt. Ist der zweithöchste Seed im ganzen Turnier. Hier der Trupp hat noch kurz abgeräumt. Und der Maru auf jeden Fall gilt als einer der Favoriten in dieses Turnier, muss man ganz klar sagen. Wenn er nicht gerade auf Savile trifft, der irgendwie die letzte Zeit so ein bisschen sein Endgegner ist, sein persönlicher, sollte Maru da wahnsinnig weit kommen im Turnier. Und für die meisten Spieler auf jeden Fall gegen die meisten Spieler der Favorit sein. So, Comichi kommt, 1-1 kommt bei Maru. Man sieht, das abgekapelt wird jetzt nach und nach fertig, dass die beiden das sofort wieder ausgleichen. Stim ist momentan nur da bei Spirit, aber man sieht, das wird alles gerade rundum einmal erforscht und dann eigentlich auch recht schnell ausgeglichen, das ganze Paket. Liegt recht zeitnah beieinander. Und es geht auch schon Commands in Nummer 4. Und es gibt weiter nicht wirklich die großen Offensivaktionen. Da ist mal der Versuch eines Drops. Aber ich meine, wir hatten jetzt hier nach diesen 8 Minuten 500 etwa Resources Lost pro Spieler. Gerade mal 1000 Resources Lost gesamt. Da geht es mal rein mit dem Drop hier. Einige Marines wurden ausgeteilt. Da war sogar noch ein Cycle mit dabei. Die Reapers sind damit drin. Das sind gar keine Marines in dem Drop. Aber der Drop wird abgewehrt. Trotzdem in der dritten Basis. Da gibt es mehr Damage. 7 SVs, 8 SVs ausgeschaltet. Spirit findet ein Opening. Dafür wird aber das Medivac ausgeschaltet. Das heißt, der Drop ist hier erstmal gestrandet. Und wird dann auch komplett rausgenommen. Das Medivac könnte vielleicht noch überleben. Aber es waren 11 SVs, die hier rausgenommen. Das ist nicht schäbig. Das ist einiges an Worker Count. Jetzt auch 66 zu 72. Spirit hat dadurch eine Worker-Führung. Schickt sofort einen großen weiteren Drop raus. Man sieht, Minington hat sich jetzt gedreht. Maru hatte bis dahin eine Führung. Problem ist für Spirit natürlich, man sieht das auch. Er hat Army Supply verloren.
Und er schickt noch mehr Army Supply raus. Und da kommt gerade ein richtig großer Angriff von Maru rüber. Wie gut ist Spirits Defensive? Mistletoe, Sensor Tower, Panzer, Ravens. Und da kommen noch mehr Panzer. Er hat hier schon Panzer, Feuerpaar. Bis später der Puffer an Marines. Eine schnelle Reaktion mit den 24 auf die feindlichen Ravens, dass die gar nicht erst was ausschalten können. Jetzt trifft der Drop natürlich ziemlich gut ein, weil Maru komplett auf der Karte ist mit seiner Hauptarmee und nicht zu Hause sein kann für die Defensive. Also da ist nochmal ein bisschen mehr Damage drin. Das Command Center, was soll geschossen werden? Ne, jetzt wird nach hinten gekettet. Ein Panzer knallt mit rein. SUVs wird nochmal angeschreddert. Wir haben 6 weitere Kills. Die dritte Basis leidet wieder ein bisschen. Am Ende nochmal einladen, wegkriegen. Das eine Medivac. Ne, es werden gerade. Es wird das volle Medivac mit der Defiance Matrix getroffen. Das heißt, es kann gerade nicht ausladen, es kann gerade nicht boosten und wird entsprechend gejagt von Maru. Jetzt versucht die nächsten Einheiten seines Gegners auszuschalten. Er kriegt das volle Medi weg. Gut, das andere kriegt er dann auch. Aber damit Spirit ein weiteres Mal verliert einen ganzen Satz an Army Supply in dieser Aktion. Die vierte Basis konnte er dann auch nicht stoppen. Man sieht es prompt in den Resource Loss mit 1900 zu 3400. Klar, economy-technisch sammelt Spirit jetzt mehr. Also das hatte seinen Effekt. Seine eigene vierte kommt dann auch mit dazu. Trotzdem hat es einiges an Army Supply gekostet. Wobei, er wird die Zeit haben, das nachzubauen. Man sieht, dass Maru jetzt nicht direkt rüberstürmt, sondern erstmal sich einmal sammelt in seiner eigenen Base mit seiner ganzen Truppe, bevor sie dann nach vorne geht. Also es hat Maru schon ein bisschen verschreckt, diese Drop-Aktionen. Und er will es nicht überstürzen, hält sich lieber einen Schritt zurück. Beide gehen auf 2-2. Da kommt noch das Plus 1 für die Panzer von Spirit, das Plus 2 kommt für die Panzer von Maru. Also das Attack-Upgrade. Währenddessen sieht man ein paar mehr Vikings jetzt in die Luft, um einfach die Ravens wegzuhalten, die Medivacs wegzuhalten. Gut, das musste Spirit auch kompensieren, Nachbauen von Medivacs, weil er eben einen Satz davon verloren hat. Zwischen 4 Stück doch schon, dafür hat 19 SCVs gekillt. Also grundsätzlich hat der Maru trotzdem noch den kleinen Vorteil. Aber eben, es hat ihn, wie gesagt, ein bisschen verschreckt, die ganze Geschichte. Nimmt hier den Sensor Tower mit. Viel weiter kommt damit der Truppe gerade nicht. Der ganze Trupp von Spirit steht hier. Und ja, beide sind quasi maxed out. Dann sind die Verluste gerade nicht mehr ganz so schlimm. Es wird sich ein bisschen bemerkbar machen, eben im Tempo der Investition. Man sieht, dass Maru direkt mit plus 3 unterwegs ist. 3 weitere Command Center baut. Da kommt jetzt auch ein bisschen das zu tragen, was Spirit bereits verloren hat. Er muss das halt erstmal kompensieren. Ist gerade auch noch Supply Block. Also hat da ein bisschen mehr noch zu arbeiten. Aber auch er geht auf weitere Command Center. Das wird tatsächlich schon direkt zum Late Game aufgerüstet, was die beiden hier treiben. Schon die allererste Karte. Währenddessen kommt da schon der erste Fusion Core. Wir haben eben 3-3 unterwegs für beide, plus 2 für die Panzer auf beiden Seiten. Eine zweite Armory kommt auch mit dazu, also eventuell sind auch die Upgrades für die Vikings, dass man den Kampf in der Luft entscheidend für sich holen kann. Eben Lufthoheit kann im TVT auch sehr viel ausmachen, wenn man selber mit den Panzern voll in Einsatz treten kann und der Gegner nicht. Dann gewinnt man eigentlich jeden Fight Stück für Stück. Dauert einfach ein bisschen, ja, mehr Sensor Tower dann auch, um das Gebiet abzudecken. Da sind hier so ein paar Marines gerade durch die Luft geflogen. Also da gab es hier und da ein paar Versuche. Aber insgesamt ist trotzdem 2000 zu 4700 Resources Loss der Vorteil da bei Maru. Der eben, ja, der hat den Vollmax out und eben Command Center ohne Ende unterwegs. 3 weitere CCs baut er und das, obwohl er die Basis hier schon fertig hat. Also seine 5. existiert und es kommen nochmal 3 CCs oben drauf. Auch bei ihm kommt die nächste Armory für weitere Upgrades. PF wird da gebaut. Die Map wird mehr abgeriegelt. Und ja, die beiden sind jetzt eigentlich voll gefüllt im Supply. Jetzt sucht man so tendenziellen Kampf oder zumindest Möglichkeiten, dem Gegner Schaden zuzufügen. Und da schickt Maru leere Medivacs raus. Also erstmal eine Ablenkung, die Spirit da ein bisschen verunsichern soll. Und Spirit, er hat das jetzt auch gesehen, schickt die Vikings drauf an. Aber Maru hat jetzt nichts weiteres, was er in den Angriff startet. Also da kriegt man jetzt ein bisschen Scout-Infos, sieht, dass ein Mistletoe jetzt, dass sehr viel Infrastruktur steht hinter Mainbase. Die Mainbase selbst läuft leer. Die Natural natürlich auch. Die ersten beiden Basen geben nicht so viel her. Und da sieht man die Zusatz-Commands, die Zusatz-Orbital-Commands für Mules, für Scans. Das Advanced Ballistics-Upgrade kommt für Spirit. Man sieht eben ja Vikings-Upgrades für Maru. Das 1-1, was dazu kommt. Mehr Command Center, mehr Kasernen, mehr Infrastruktur. Und vorwärts geht's dann doch mal. Da kommt der Angriff. Ein Panzer alleine ist zu wenig. Die Armee von Spirit muss, wenn dann, im Großen reagieren. Die steht einen Schritt weiter hinten. Da kommt auch bei ihm neues Command Center nochmal wieder zu. Hat jetzt dann aber die Liberator. Liberator plus Vikings, also er hat eine mächtige Combo, er hat eigentlich mehr Vikings als den Gegner und mit Liberator kann er die Panzer nach und nach wegschieben, vor allem wenn er die Lufthoheit hat. Aber damit verhärten sich die Fronten nur noch mehr und jetzt ist es Spirit, der einen Drop losschickt, aber der ist nicht gefaked. Da sind 3 Medivacs komplett voll mit Marines, also die könnten sehr viel anrichten. 3-3 ist noch nicht ganz da, bei Maru kommt das schneller. Maru versucht, wenn das nicht, hier über die Mitte ein bisschen zu pushen. Aber der Drop entgeht erstmal seinen Sensor Tower, das wird er jetzt erst mitkriegen. So in einem sehr, sehr späten Moment, muss man sagen. Die Mistletoes können das versuchen, Konter zu feuern, aber sie können auf das leere Medivac schießen. Ja, das ist auch als Ablenkung vorgeschickt worden. Das Spirit hat das gut durchstrukturiert, wie er diesen Drop hier macht. Und sein 3-3 wird dann in diesem Moment fertig. Da werden also noch mehr SCVs geschreddert und Maru muss wieder mal in der großen Masse reagieren und zurückgehen. 16 SCVs, die komplette Netzwerke ausgeschaltet. Die Netzwerke selbst wird ausgeschaltet. Das Command sind das auch schon weg. Am Ende kann Maru natürlich problemlos diesen Drop aufbauen. Das wird versucht, die Chance zu nutzen, weiter vorwärts zu pushen. Verliert dabei noch mal
Medivac an der Missile Turret. Dann noch ein paar Gebäude raus. Der Dock geht noch ein bisschen weiter. In der Mainbase 18 SUVs ausgeschaltet. Die Marines hier waren ein bisschen durch die Engstelle gefiltert, was nicht unbedingt ein schöner Fight ist. Ja, die Natural hat eben gelitten, aber es hat das Command-Center sofort an. Da sieht man, es kommen Tech Labs an die Starports. Da könnten Battlecruiser kommen, in der Theorie. Und der Dock, den muss man noch wegnehmen. 21 SS Maru hat einiges an die Economy verloren. Aber tatsächlich, er kann das zu großen Teilen jetzt doch Mules kompensieren, muss man sagen. Aber Spurt lässt nicht locker. Wie man sieht, seine Liberator kommt zum Einsatz. Er schiebt sie nach vorne gegen die Panzer und ergreift damit mehr Position auf den feindlichen Highground. Ein riesen Upgrade-Paket auch noch unterwegs mit Smart Servos und den Gebäude-Upgrades. Für Maru, nein, es kommen Ravens in Nasse. Dafür nutzt er die Tech Labs. Ich glaube, für die Battlecruiser fehlt ihm auch der Fusion Core. Den hat er noch gar nicht. Ne, hat er nicht. Den hat nur Spurt aktuell. Aber Spurt mit diesen Moves, er arbeitet sich nach vorne. Er sitzt im Supply vorne. Maru muss seine Bank investieren. Also die Verluste hier durch den Dreifachtopf waren dann schon ein bisschen arg heftig. Man sieht das auch, 1500 Resources lost mehr pro Minute, weitere Panzer gesniped, systematisch vorarbeitet und Spirit nähert sich der dritten und der vierten Basis. Die Frage ist, welchen Weg wählt er? Er wählt die vierte, der will jetzt gerade rüber. Nächster Panzer wird ausgeschaltet, Missile Turret wird ausgeschaltet und das PF ist gleich unter Belagerung, wenn das hier weitergeht, wenn die Panzer sich hier aufstellen können. Die Marines wollen jetzt nicht gegen so ein geballte Feuerpower und Panzer laufen, wenn es nicht gerade sein muss. Vor allem die Ravens sind auch noch mit dem Weg. Und da ist er trotzdem vorwärts gehen. Der Versuch jetzt da auszubrechen. Die Panzer haben gerade noch die PF weggeknallt. Der kommt jetzt die 24 durch. Das heißt, die Panzer sind inaktiv. Und Spirits Armee wird hier einmal weggeräumt. Der versucht da zu fighten. Am Ende kann es nicht durchziehen. Er nimmt zwar die PF mit, aber die kann sofort ersetzt werden durch ein anderes Command Center. Damit landen wir auf einem ähnlichen Supply-Stand. Beide bauen ihre Armeen wieder hoch. Wir haben 13 zu 10 Vikings, 7 zu 7 Panzer, aber 8 zu 0 Ravens. Maru hat die Raven-Feuerpower auf seiner Seite. Kann also Spells zünden ohne Ende. Spirit hat davon gar nichts mehr. Der geht auf mehr Vikings, um die abwehren zu können. Trotzdem wird das dann etwas gefährlich. Upgrade-Situation auf den Vikings ist ein 1-1 gegen nur plus 1 Armor. So, da sind die Vikings von Maru stärker. Auch wenn er weniger hat, er treibt seinen Gegner erstmal vor sich her, bis es in die Defensivposition hier geht. Und Maru jetzt am Drücker und versucht eine Basis auszustalten. Dann noch Anti-Armor-Missile auf die feindlichen Vikings drauf. Währenddessen kommen mehr Starports zu Spirit, aber er ist da noch nicht ganz so weit, um das nutzen zu können. Battle sie nochmal mit den Vikings, die werden weniger. Jetzt kurz reinforcen Weg beim Spiel in Rot. Und Command Center wird angegangen. Per von Bretz vorsorglich umzingelt, dass man sie reparieren kann, falls es in den Kampf kommt. 11 zu 6 Vikings, also da hat Spirit wirklich immer noch sehr, sehr viel, aber kann sich die Marines nicht wirklich nähern. Die sind gerade das Problem, die Perf gibt ihr Bestes, aber die Perf im Alleingang wird das auch nicht ewig halten können. Sie hält ziemlich gut noch, muss man sagen. Killt dabei ein paar Marines und tankt immer noch Schaden weg, aber 19 SUVs down und zwar noch ein paar mehr. Plus die ganze Basis verloren und die nächste Basis damit auch in Gefahr. Maru scannt die auch sofort, damit er weiß, das ist ein Thema. Die Vikings gehen aggressiver nach vorne, Spirit will sich da freikämpfen, will eben die Ravens loswerden im besten Fall. Oder die Vikings alle ausschalten, dann kann einfach, ja, viel einfacher nach vorne pushen. Da kommt seine Lippe damit dazu. Drum muss er die Vikings weghalten. Damit kann er die Panzer kontern. Die Marines wollen ja nicht mehr so sehr aufhalten. Aber die Lippe zappen schon einiges raus. Der Maru hat einen kleinen Trupp abgestellt, um die Basis oben rauszunehmen. Die ist ja gerade im Umbau. Aber das Geld bekommt Spirit zurück. Das Command Center wird es aber trotzdem nicht überleben. Und Marus Pusher, das ist ein bisschen zurückgedrängt. Beide sind maxed out. Haben noch Einkommen, das reinkommt. Aber es wird natürlich nicht angenehmer. Das Geld wird hier weniger und die verfügbaren Basen sind fast erschöpft, weil Maru jetzt die und die Basis besetzt. Spirit war ich schon an der Basis, aber dort hat noch nicht gesammelt. Und die ersten drei Basen laufen natürlich leer zu diesem Zeitpunkt. Eine Banshee nervt ja auch noch. Eine sehr späte einzelne Banshee, die einfach das Command Center ein bisschen belagert. Das PF, das sich dagegen nicht wehren kann. Das Missile Turret ist in dem Fall auf der falschen Seite. Tatsächlich, die Basis wird dadurch aufgeht. Diese Banshee hat einen riesen Effekt gerade, legt eine komplette Mining Base lahm. Aber die beiden suchen wieder den Fight, wie man sehen kann. Da die Marine Masse stimmt, die Marine Masse stimmt auf der anderen Seite auch. Lippe, das soll aufgekappt werden. Einheit technisch. 9 zu 7 Vikings, da aber die Ravens. Die Ravens lassen hier Spells regnen. Auto-Turrets, Anti-Armor-Missile, Interference-Matrix. Und die gesamte Armee von Spirit wird geblockt quasi. Und dann ausgeschaltet von den restlichen Truppen. Maru räumt über diesen Fight drüber. Und hat gesehen, wie viel diese Ravens anrichten können. Einfach fröhliches Feuerwerk an Fähigkeiten gezündet und die Basis hier nachgelegt, wird sofort wieder belagert, sofort wieder ausgeschaltet und damit für Spirit jetzt ist es economy-technisch kritisch. Er hat die Basis hier nicht mehr, er hat nur noch die Basis als Haupt-Mining-Base, alles andere ist nur noch reduziert verfügbar und er versucht jetzt irgendwie die Verteidigung zu managen mit Lippeiter, mit Panzer auf Micron, aber die Vikings battlen ihn gerade weg. Er hat selber keine Vikings mehr, die hat alle verloren und damit hat auch keine Chance mehr. Da kommt sein GG und Maru holt sich das 1-0 nach knapp 19 Minuten, aber es hat sich erstaunlich entwickelt, dieses Match. Am Ende dieser Fight, man hat gesehen, warum man diese Ravens mit dabei hat. Man sieht es im Grafen sehr, sehr deutlich, wie sehr die Spirit-Armee da einfach dann kollabiert ist dagegen. Er hat jetzt nicht wenig Feuerpower, aber wenn halt alles mit Anti-Armor-Missile und Interference-Matrix besetzt ist, es kann halt nicht schießen und es kriegt selber mehr Schaden ab. Der Fight wird dann ja einfach eine Katastrophe. Man sieht es auch, Resources lost 19 zu 30.000 jetzt hier am Ende. Gut, Mara hat am Ende auch 100 Supply mehr, damit er von Spirit wirklich noch einiges weggezogen hat. Hat ihn sogar noch in den gekillten SCVs überholt. Da war Maru lange vorne, dass er mehr SCVs verloren hatte. Aber er hat die Raven übermacht, hat sich hier wirklich
deutlich ausgezahlt und somit hat Maru die Führung. Weiter geht's auf Side Delta. SV fährt momentan hier noch raus fürs Supply Depot. Also ist keins unterwegs, um irgendwo eine Proxrex auf der anderen Seite der Karte zu stellen. Selbst dann die Proxrex war jetzt eigentlich nicht mega erfolgreich für Sprit. Gut, es hat das Spielprinzip einfach die, wie das Spiel so regulär abläuft, ein bisschen durcheinander gewirbelt. In dem Fall war das dann kein üblicher Start. Aber er hat halt nicht wirklich den Schaden gemacht, den er sich erhofft hatte. Im Gegenteil hat er dann einen größeren Konter abbekommen. Das von einem einzigen Reaper. Also da lief das für Sprit nicht so wie gewünscht. Und Maru hat damit eben seine Führung, baut seine eigene Kasse und lässt auch schon Platz für ein Add-on. Um da dann einen Reaktor zu bauen, den er dann an die Factory weitergibt für Sprit. Er muss da nicht drauf schauen, weil die Add-ons bauen immer dieselbe Richtung. Entsprechend hier muss man drauf achten. Hier nicht, weil es geht einfach nach außen. Das rote Ausrufezeichen markiert, wo der Reaper reinspringen könnte. Und dann gehen die beiden da noch in ihr Command Center. Die Frage, ob es das Pingas-Tennis direkt die Factory gibt oder zuerst noch das Add-on. Und wie es mit dem Reaper aussieht. Und beide bauen erstmal auf den Reaper und auf das zusätzliche abgegradete Command Center, also auf das Orbital Command. Die Satellitenzentrale, wie sie, glaube ich, im Deutschen heißt. Im Vergleich zur Kommandozentrale in der Basisversion. Oh nein, Maru baut das Ding in seiner eigenen Base. Hat das Sorge, dass da was schief gehen könnte. Dass da eventuell wieder früher Ärger von Spirit kommt und das dann zu offen steht, zu leicht angreifbar ist. Damit geht er auf Nummer sicher. Klar, dadurch verliert er ein paar Sekunden. Muss dann auch das Ding nochmal rüberfliegen. Also das kostet ein bisschen was. Timing-technisch sieht man eben, dass Spirit ein Hauch vorne ist im Vergleich zu dem von Maru. Aber es ist nicht wirklich viel zwischen den beiden. Aber dann eben die Flugstrecke noch. Also es ist kein riesen Economy-Vorteil. Das sind vielleicht so 10, 15, 20 Mineralien. Wie gesagt, ist nicht so schlimm. Die Economy ist noch nicht so krass. Aber trotzdem ist es eben ein kleines bisschen besser für Spirit in dem Fall. Und beide bauen sich entspannt wieder zu Hause auf. Also kein Besuch. Der einzige Scout war eben mit dem SCV von Spirit. Maru hat noch gar nicht rausgescoutet, war einfach in seiner Natural und das war es dann auch. Und Spirit eben einmal der Weg rüber gemacht, aber die Einheiten, die er gebaut hat, bleiben auch erstmal zu Hause. Da kommt dann der Add-on-Wechsel, wie erwartet. Und dahinter gibt es den Starport auf beiden Seiten. Cyclone unterwegs bei Maru. Hellions unterwegs bei Spirit. Also es geht jetzt hier in unterschiedliche Richtungen. Command Center ist gleich fertiggestellt für beide Spieler. Geht man Hauch schneller bei Spirit und der muss jetzt eben auch nicht rüberfliegen, kann sofort anfangen hier zu arbeiten. Das heißt, erster Trip an Mineralien. Wie gesagt, da sammelt jetzt ein paar Trips, die Maru gerade nicht machen kann. Gut, das SCV arbeitet dann in seiner Mainbase. Ist jetzt auch nicht so tragisch, die ganze Geschichte. Oder es macht das hier, es macht den Long Distance Mining Move. Da verliert eben dann ein bisschen Zeit, ein bisschen Mineralien, aber halb so wild die ganze Geschichte. Wir haben dann Nexus Cyclone und ein Medivac, also Cyclone Drop geplant von Maru, währenddessen sein Reaper dann doch mal die Basis verlassen hat, um scouten zu gehen. Und Raven bereits unterwegs für Spirit, mit Interference Magics auch gleich dazu, also der wackelt da nicht lange. Dieses Werkzeug will er früh in seiner Toolbox haben. Und hier sind vier Hellions am Start, das heißt Reaper absolut keine Überlebenschance. Kommt nicht mal ganz an die SCVs der Mainbase ran. Sieht aber zumindest den Tech, sieht, dass hier upgegradet wird. Und damit kann man sich echt denken, das wird das Raven Upgrade. Mein Banshee wäre theoretisch noch möglich, sieht man aber im TVT selten, eine Banshee mit Cloak. Seit jetzt eben die Interference Medics ein eigenes Upgrade ist, statt dass man es per Default verfügbar hat, ist es eigentlich das Upgrade, was man erwarten kann, dass in diesem Gebäude erforscht wird. Medivac mit den beiden Cyclones ist unterwegs. Was kann Maru mit seinem ersten Drop anrichten? Zwei Cyclones sind ziemlich gefährlich. Die Hellions sind dagegen nicht sonderlich gut, der Reaper ist dagegen nicht sonderlich gut. Also die Einheiten generell, was Spirit da hat, wird es nicht leicht haben. Er hat, muss es halt mit Masse bekämpfen. Das ist gerade sein magischer Punkt. Die Cyclones, erste Lock-On, erste Kill. Und genau das ist eben das Thema. Die Cyclones halten relativ lange durch. Wenn der Bomaru will, lieber die Einheit noch am Leben erhalten. Hätte er durchaus noch den anderen Hellion mitnehmen können, den man da drauf gehalten hätte. Aber das hat ihn dann vermutlich dann einen Cyclone gekostet. So, währenddessen gibt es hier hinten drin für Spirit eine zweite Factory. Das heißt, er plant da ein bisschen was anderes, anstatt den klassischen Bio-Style. Baut sich nämlich hier noch eine Factory mit dazu. Also, wir kriegen Mech von Spirit in der zweiten Karte. Hat natürlich eine gewisse Vorbereitungsphase. Er baut jetzt die ersten Cyclones. Wird, denke ich, Battle-Mech werden, also Cyclone die agilere Variante. Man baut nicht so früh auf Panzer. Das lässt dann meistens etwas unsicher rumstehen. Der Starport bekommt ja auch noch den Reaktor, dann das Tackler wird nach hinten gegeben, um das Upgrade zu erforschen. Dafür gibt es hier den Besucher von Rock 2 SCVs mitgenommen. Sieht dann aber auch die Hellions, die Cyclones, die Ravens
Sieht erstaunlich wenig Marines. Das könnte Maru da schon ein bisschen auf die Idee bringen. Oder hat er das? Die Defectrant hat er normalerweise nicht gesehen. Die war zu weit weg. Ne, die hat er auch nicht gesehen. Die Defectrant mit Tag. Aber die hat einen Tag-Nap. Das heißt, da gibt es dann doch Panzer. Relativ früh. Mit Vikings auch gleich mit dazu aus dem Starport. Also ja, die Mech-Aufrüstung ist sogar jetzt schon auf die Siege-Tanks. Also Siege-Tanks plus Panzer. Die langsamere Variation. Aber dafür natürlich mit mehr Wumms. Denn die Cyclones bekommen noch den Fund an den Drop. Für Maru sind es eben die Marines, die eigenen Ravens. Die Interference Magic ist auch bei ihm jetzt fertig. Baut drei weitere Kasernen und hat hier die dritte Basis mit dabei. Das hat Spirit alles nicht. Der macht das noch auf 2-Base. Und natürlich auf maximal Vespin-Gas dafür gehen. Er wird es brauchen. Und braucht natürlich einiges an Zeit, bis ein Mech tatsächlich solide online ist. Gerade Panzer-Mech braucht halt, bis es wirklich bereit ist für einen Fight. Es wird dann richtig krass, aber die Phase, zu der muss man kommen. Ja, die Vikings sind direkt mit dabei, dass man die Lufthoheit besitzt. Und ja, Maru wandert jetzt halt raus ein bisschen. Will seine dritte Basis setzen, kann dann noch mehr Marines pushen mit der dritten Economy. Und die kommt in Kürze, 47, 49 Worker. Ausbild ist er noch draußen unterwegs mit seiner agilen Truppe, also mit den Hellions und den Cyclones. Der Marine sieht das auch. Da werden mehr und mehr Siege Tanks gebaut, also Spirit. Er ist in der Vorbereitungsphase. Sorbenpunkte für ihn, eben die Agilität, die Maru jetzt noch hat. Und Spirit hat noch nicht so viel Feuerpower, um das alles elegant abzudecken. Und die dritte Basis natürlich, die aktuell überhaupt nicht kontern kann. Und da kommt der Scan, also Maru, jetzt weiß er Bescheid, was hier gespielt wird. Er sieht die Doppelfactory, er sieht das Tech, er sieht einen Panzer rausfahren. Also die Rechnung geht relativ easy und man sieht, Marus direkte Reaktion ist, okay, ich push nach vorne. So stabil ist er noch nicht auf seiner Position, das kann ich noch ausnutzen, da kann ich noch mächtig unter Druck setzen. Lädt hier auch gut noch seinen Cyclone ein, um den Feindlichen zu snipen, nimmt die Hellions auch raus und der erste Fight ist, wird nicht angenehm. Aber er hat einiges an Siege-Tanks zwischen angesammelt, das sind 4 Stück. Das ist einiges an Feuerpower, Problem ist halt die Ravens. Die könnten ihm die ganze Sache noch versauen, Interference Spadix auf die Panzer und der Fight ist eigentlich gelaufen für Spirit. Und die Cyclones wehren gerade das erste Viking ab. Mit dem Maru erstmal mit dem Durchsortieren. Er passt sich jetzt auch an Marauder, um irgendwas zu haben, was gegen Panzer besser bestehen kann. Combat Shield und 1-1 für die Bio. Wäre das eine Armory für das Mech. Und jetzt ist es Spirit, der nach vorne pusht. Und der baut jetzt seine Basis Nummer 3. Ja, das Marine läuft nochmal hinten rum, sieht am Ende hinteren Rand die Panzer, der scannt sich die restliche Armee. Und das Command Center kann sofort unterbrochen werden von diesem einen Marine. Wieder eine einzige Einheit von Maru, die einen sehr, sehr großen Effekt hier hat, indem sie dieses Command Center lahmlegt. Das Viking landet dann, um das in den Griff zu kriegen. Ja, das Spirit arbeitet sich hier durch die Felsen durch, den Marine kriegt er geklärt, aber die dritte steht halt still. Und Maru sammelt von seiner dritten, er hat 20 SCVs mehr, er sammelt ein gutes Stück mehr an Geld. Er muss jetzt halt nur gucken, dass er diese Armee irgendwie aufhält, ohne dabei komplett auseinanderzufallen. Das ist jetzt die Kunst Wien. Wie gut kann er dieses Mech knacken, hat einen eigenen defensiven Panzer und Spirit fährt aggressiv rein, bevor dieser Panzer scheint. Er hat einiges an Schaden gefressen, SCVs gehen auch sofort mit die Schatten, da kommt die Flanke, da kommt der Gau auf die feindlichen Ravens und da der versucht das alles zu überrumpeln. Es stehen noch zwei Siege Tanks, jetzt nur noch eines. Es sind 23 SCVs gesniped worden, der Panzer von Maru lebt noch und damit die gesamte Spirit Armee hier gerade auseinandergenommen. Es verbleiben nur noch die Vikings. Also Spirit dann zu tief drin, konnte seine Flanke nicht richtig absichern. Und er hat zwar so viele SCVs gekillt, aber er hat selber noch ohne Dritt unterwegs. Das heißt, er hat jetzt die Economy de facto ausgeglichen mit diesem ganzen Damage. Und Problem ist halt, es hat ihn seine gesamte Armee gekostet, die er so schnell nicht wieder aufgebaut bekommt. Er baut weg, das dauert, das wieder online zu kriegen. Die Panzer werden sofort angerannt von der Bio. Und erster Panzer down, Panzer ohne Support. Die Vikings können auch nicht wirklich viel retten. Und somit, ja, fällt das Spiel dann direkt auseinander für Spirit. Das ist eben das Ärgerliche für Mech, wenn es halt nicht stabil steht, ist. Wenn es mal wackelt, fällt das wahnsinnig schnell auseinander. Und Maru konnte diesen Push. Er hat auch wirklich aggressiv reagiert. SCV sofort mit reingezogen. Und dann versucht das mit einer Flanke zu brechen. Dass eben dieses Mech sich gar nicht erst festsetzen kann. Weil wenn sich das hier mal festgesiegt hat, dann kriegt er das auch nicht wirklich gut weg. Also das war seine beste Möglichkeit. Die hat er ergriffen und erhöht damit seine Führung auf ein 2-0. So landen wir auf Crimson Court. Und Maru hat jetzt Matchball. SCV fährt raus für das Supply Depot. Das auf beiden Seiten. Also da keine Bewegung für eine direkte Proxy-Rex. Wobei, da wurde gerade die Basis anmarkiert von Marus Kamera. Es kann auch sein, dass sie das nur als Hotkey eingestellt. Als Kamera-Hotkey. Das sieht man immer, wenn der Kameraabschnitt schnell hin und her wechselt. Dann drücken die ihre Kamera-Hotkeys durch. Die APMs ein bisschen spammen, dass die Finger auch warm bleiben, dass man schnell reagieren kann. Und wir haben hier Doppel-Vespingas auf beiden Seiten. Die Kaserne mit dazu sogar nach innen gestellt für Maru. Es wird stets mehr an der Wall auch hier Platz gelassen für das Addon und SCV geht wieder auf Scouting-Reise, wie er das schon in der vorigen Karte gemacht hat. Also, so das erste Bild von dieser Karte ist dasselbe Bild wie von Karte Nummer 2. So, wir sehen, es geht dann weiter in eine Factory bei der Bonofian Reaper. Factory kommt auch bei Spirit. Und dann kann man sich dann auch ein Command Center noch dazu leisten. Aber soweit so entspannt der Start. Die Frage ist, bleiben die Reaper zu Hause, gehen sie auf die Reise? Bisher war da sehr viel Zurückhaltung, was die Reaper betrifft.
gerade in der Frühphase noch hier. Ja, Natural kurz durchgescoutet und dann wird hier zu Hause geparkt. Währenddessen, okay, Maru ist derjenige, der mit seinem Reaper doch mal rübergeht. Das ist, glaube ich, das Früheste, dass Maru mal seine Basis verlässt mit einer Einheit. Bisher hat er sich da sehr, sehr zurückgehalten. Aber er ist unterwegs. Und check mal die Lage. Command Center ist noch nicht im Bau, wird jetzt gestartet. Und der Reaper, er hätte da vielleicht noch ein bisschen Peace hacken können, aber er wollte es nicht riskieren. Interessant jetzt natürlich auch, was die beiden weiterbauen. Es gibt mehr Reaper und Hellions. Also eine Reaper-Hellion-Schlacht könnte uns bevorstehen. Weil dessen kommt dann der Starport als nächstes. Auf der anderen Seite für Spirit ist es da der Reaktor, der gebaut wird. Beide haben zwei Reaper. Beide bauen Hellion mit dazu. Und dann gibt es den Cyclone auf Marus Seite. Vorwärts geht's in die Basis des Gegners. Und einmal Lagecheck, bisschen Ärger machen. Gegen den Hellion kann er nicht so viel machen. Mine geworfen, aber kommt dann nicht gut durch und verliert einen Reaper dabei. Die Verteidigung von Spirit schnell und gut organisiert, baut seinen eigenen Cyclone. Ja, das hier sieht man Supply Depots in die Ecke der Basis, dass man einfach Vision hat nach außen. Dass man hier ein bisschen den Umgang oder die Umgebung seiner Hauptbasis sieht, falls sich was annähert an Drops, an Liberator, an einfach sämtlichen Einheiten, die da rumfliegen könnten. Der Starport ist inzwischen da und das Medic von Maru wird gebaut. Der Starport für Spirit ist unterwegs, die Command Center kommen dazu. SCV technisch auf dem gleichen Stand, Mining technisch minimal besser für Maru, jetzt sind SCVs hier und da ein bisschen besser sortiert. Aber das sind wirklich Peanuts, ich meine, wir reden hier von einem Mining-Vorteil von unter 100 Ressourcen pro Minute. Und das über 3 Minuten. Das heißt, im besten Fall sind da vielleicht 100, 150 Ressourcen dazugekommen. Macht die Timings natürlich einen Hauch schneller, sollte aber kein Weltuntergang sein in diesem Mirror-Matchup. So, beide mit noch mehr Cyclones und hier der Drop, Kombi-Drop mit Cyclone, Reaper und Hellion. Alles in ein einziges Medivac gequetscht und das wäre sogar noch ein bisschen Luft. Währenddessen für Spirit kommen jetzt schon ein paar Marines und er hat auch hier Vision an seiner Natural. Da baut er gerade ein Supply Depot, das SCV gibt gerade noch ein bisschen die Vision. Das Gebäude noch nicht ganz fertig, das könnte jetzt gleich leiden. Ja, SCV wird als allererstes rausgenommen, der Drop ist mal hier und versucht noch ein bisschen weiter für Ärger zu sorgen. Die Marines müssen etwas aufpassen, der Cyclone ist ein gefährlicher Gegner, aber dann kommen die eigenen Cyclones, die regeln die Situation. Also am Ende ein SCV rausgenommen, bisschen den Gegner geärgert, Marine noch mitgenommen. Damit Maru ein bisschen mehr ausgeschaltet. Und ja, okay, er nutzt, das ist nervig, er nutzt die Vision, High Ground Vision vom Medivac und bisher hier braucht das gar nicht, das ist eine Klippe nach unten, das heißt die Vision oder so, auf jeden Fall kann der Lock-On machen auf das Supply Depot und es gibt, ohne Cyclones kann man es nicht zurückschießen, die Cyclones chillen hier gerade von Spirit und er muss jetzt SCVs ziehen, um das zu reparieren, das sind aber auch zwei SCVs, die jetzt gerade nicht arbeiten. Und sobald der Lock-On wieder, der Lock-On Range, wie man sieht, die ist gerade so hier, die Lock-On Range ist nämlich kleiner als die Schussrange, sondern der Lock-On mal besteht. Und somit läuft das gleiche Spielchen ein weiteres Mal. Das Supply Depot wieder angeballert und wieder muss Spirit sich drauf gucken, ob er das repariert. SCVs ziehen, das kostet Mineralien, das kostet Arbeitszeit, das kostet Aufmerksamkeit. Das ist alles nicht so schön für den Terran. Rot ist auch hier eher Kleinigkeiten, aber es hat eine deutlich größere Auswirkung. Dass Maru weiterhin mehr Geld sammelt als der Gegner. Also ja, auch in den kleinen Dingen ist er da besser unterwegs bisher. Den Drop kann er auch rechtzeitig zurückziehen, bevor die Cyclones sein Medivac finden. Scan auf die Main-BC, Doppel Raven schon am Start und den Wechsel des Tech Labs vom Starport an die Kaserne. Das heißt, hier können dann Vikings gebaut werden und hier kann Stim erforscht werden. Das ist wieder Marines, Panzer und Ravens werden. Und damit Vikings unterstützt für die Lufthoheit. Beide haben zwei Ravens auf dem Feld, beide haben zwei Seedshanks, beide haben acht Marines. Also es sieht sich sehr, sehr ähnlich, die ganze Geschichte. Einzig das Medivac noch von Maru direkt mit dabei und er hat eben einen Hauch mehr SCVs und sein drittes Command Center unterwegs. Also so langsam kommt die Economy-Führung ein bisschen mehr zum Tragen. Auch wenn sie klein ist, sorgt natürlich dafür, dass das mehr und mehr anwachsen kann. Man kann aus einer kleineren Führung eine immer größer werdende Führung machen. Momentan jetzt mit dem Mule-Zyklus schießt dann auch Spirit nach oben. Aber er hat drei SCVs weniger als der Gegner und eben auch keine dritte unterwegs. Sondern er baut die ganzen Einheiten. Also da wird Spirit mit dem Angriff rüberkommen. Er erforscht auch keinen Stim. Da kommen dann einige Units nach vorne, die er da gerade alle zusammen baut. Er baut einfach massenhaft Vikings. Also er versucht einen überrumpelnden Fight hinzukriegen. Quasi mit den Vikings die gegnerischen Ravens belagern, weghalten und dann die eigenen Ravens einsetzen und über die Panzer drüber laufen. Das wäre der Traum. Maru hat auch hier nochmal den Hellion unterwegs. Checkt die Lage. Ihm ist wichtig von denen, okay, kommt und ist seine dritte Basis. Hat jetzt das SCV gesehen. Wer weiß, das Ding ist gerade erst am Starten. Seine eigene dritte Basis ist schon fertig in Orbital Command und fliegt gerade raus. Und hat halt trotzdem mehr Worker. Also es wird eben nicht so einfach. Der baut wirklich, er baut auch so viele Lufteinheiten. Er hat 5 Vikings zu 2, 6 Vikings zu 2. Und er baut jetzt noch einen Liberator mit dazu. Maru rüstet jetzt aber auch in Sachen Vikings auf, damit er da eine Antwort erfährt. Und er hat wieder den Hellion hier, um zu scouten. Um zu sehen, was da genau los ist, was da auf ihn zukommt. Jetzt ist die Bewegung da für Spirit. Jetzt will er nach vorne. Jetzt will er seine Lufthoheit nutzen können. Er braucht natürlich etwas Zeit. In der Zeit kann Maru noch ein paar Einheiten bauen. Schickt seine Cyclones auch nach vorne, um die Armee ein bisschen auszubremsen.
an sich die Zeit arbeitet für Maru aktuell. Er hat jetzt wieder den Mining-Vorteil zurück und er ärgert hier gerade das neue Command Center. Kann das Essen wieder wegbraten. Das heißt, das Command Center wird gerade überhaupt nicht weitergebaut. Das nächste Essen kommt schon ein bisschen ärger, aber das sollte das überleben. Trotzdem verliert man hier Zeit. Und eben, wie gesagt, die Zeit, die arbeitet gegen Spirit. Er muss da ein bisschen gucken, dass er was bewegt. Aber der Panzer ist gesiegt, der eigene Panzer noch nicht. Und der erste Schuss geht auch schon raus. Also bisher der Start ist nicht schön für Spirit. Jetzt der Konterfeuer ist da. Da sind die Vikings jetzt im Einsatz. Der versucht, die gegnerischen Ravens zu snipen. Bisher zweite Ravens noch auf dem Feld. Da wird weiter geschossen. Erstmal Kampf der Vikings. 7:4 steht es da. Der Liberator kommt jetzt mit dazu. Jetzt wird die Sache deutlich spannender. Jetzt ist da viel mehr Druck hinter diesem Push. Der versucht, da näher ranzukommen. Ravens halten sie noch zurück mit ihren Fähigkeiten. Wollen das erst in einem kritischen Moment einsetzen, wenn es wirklich aktiv zum Fight kommt. Wir sind bei 64:55 Worker. Maru ist in kleinen Supply-Führung, baut da mehr auf mehr Einheiten, hat 1-1 und Combat Shield unterwegs. Hat auch selber Stim, was Spirit überhaupt nicht hat. Also Spirit ist eben sehr committed mit diesem Push, mit diesen Lufteinheiten wieder. Maru schickt die SCVs nach vorne. Ist ihm egal, er will diese ganze Blockade brechen und das möglichst schnell, bevor Spirit reagieren kann. Er kriegt die komplette Defiance Matrix. Er verliert 17 SCVs dabei, aber nimmt halt sehr viel kritisches Army-Supply raus. Man sieht, dass wir sind Panzer-Damage bei 6:1, 15:8 Marines. Er hat dafür aber auch einen Raven verloren. Maru hat nur noch einen, momentan hat Spirit noch zwei. Die Vikings werden es aber auch nach und nach weggeschossen. Das sieht jetzt 4:3. Und kriegen aber noch, die kriegen noch den Raven-Snipe. Spirit hat jetzt noch zwei Ravens, Maru hat keine. Die Ravens haben volle Energie. Die Frage ist, können die ganze Masse überhaupt aufhalten? Es kommt wirklich sehr viel angefahren gerade und so kleine Einheiten hat Spirit nicht unbedingt. Und seine Marines haben eben auch keinen Stimson, damit nicht ganz so hilfreich. Panzer werden ausgeschaltet, trotzdem Maru erklimmt hier den Highground, versucht sich weiter vorzubeißen, wird nochmal ausgeschaltet von der Defiance Matrix. Seine Panzer kommen jetzt zurück in den Fight und jetzt kann er die Dritte belagern. Kann Spirit sich da nochmal rauskämpfen? Auch er hat seine Ravens verloren. Vikings Anzahl ist ähnlich, aber es sind die Panzer, die das große Problem sind. 6:2 Siege-Tanks und noch Marines mit dabei. Support Supply für diese Panzer. Maru hat viel mehr Feuerpower, blockiert die dritte Basis und nimmt einen Haufen an SCVs jetzt mit raus. Damit SCV gleich schon jetzt wieder erreicht und Maru drückt sich weiter nach vorne. Er will hier das 3:0 möglichst schnell erreichen, nimmt den Panzer mit und damit ist Spirits Verteidigung auch komplett gebrochen. Und Maru holt sich damit den 3:0 Sieg. Muss keine Map abgeben, generell sah da recht souverän aus. Spirit hat ein paar Dinge versucht und kam nie so wirklich vorwärts. Maru direkt immer mit einer sehr aggressiven Verteidigung, muss man sagen. Er wirft da seine SCVs mit rein, weil er sich sagt, mir geht es nur darum, deine Armee zu brechen. Und wenn ich den Panzervorteil habe, dann kann ich dich überrollen. Genau das hat er dann auch durchgezogen, auch wenn das so ein paar Verluste dann noch ein bisschen gelästig waren. Die Raven-Verluste, aber am Ende hat das eben gereicht und Maru hat damit seinen ersten Sieg. Und Spirit droppt damit ins Lowest Bracket der Gruppenphase. Denn lustigerweise, es gibt ein Doppel-Lowest Bracket quasi in diesem Ding. Selbst wenn man im Lowest Bracket noch verliert, landet man in diesem Knockout Bracket, wo man sich dann nochmal reinkämpfen kann für den letzten Spot. Also man hat hier wirklich einige Chancen, nach vorne zu kommen. Mal sehen, was den Spirit noch anrichten kann. Und für Maru natürlich, der wartet jetzt auf seinen nächsten Gegner. Den ermitteln wir im nächsten Match. Das war's mir. Bis nächstes Mal und ciao.